Der große Vorteil von Personengesellschaften ist, dass sie Grundstücke von der Privatperson auf die Personengesellschaft übertragen können, ohne Grunderwerbsteuer. Und von der Personengesellschaft auf den Gesellschafter zurückübertragen können. Aber auch von der Personengesellschaft auf eine Schwesterpersonengesellschaft, sei es durch Verkauf oder durch Umwandlungsvorgang. Wie genau das funktioniert und warum das bei Kapitalgesellschaften nicht funktioniert und Sie deswegen die Vorteile der Personengesellschaft ganz elegant nutzen sollten, das zeige ich Ihnen jetzt in diesem Video. Mein Name ist Christoph Juhn, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und entsprechend oft machen wir Umwandlungen von GmbHs in Aktiengesellschaften oder in andere GmbHs und wenn in dieser Gesellschaft dann ein Grundstück drin ist, löst das in aller Regel Grunderwerbsteuer aus. Wenn wir aber Personengesellschaften umwandeln, kann da die Grunderwerbsteuer vermieden werden. Und was da die Voraussetzungen sind, und wie das genau funktioniert, damit auch Sie Personengesellschaften ohne Grunderwerbsteuer nur steuerneutral umwandeln können und sogar Immobilien verkaufen können auf eine Gesamthand, also an eine Personengesellschaft oder von einer Personengesellschaft an eine andere Personengesellschaft. Das gucken wir uns heute einmal im Detail an. Wir haben hier eine Privatperson, die ist beteiligt an einer Personengesellschaft, zum Beispiel einer OHG. Und die ist da jetzt mal zu 70% dran beteiligt. Und diese Person hat eine Immobilie. Jetzt kann sie diese Immobilie übertragen auf die OHG. Und eigentlich ist das ein Rechtsträgerwechsel und für diese Übertragung der Immobilie würde eigentlich Grunderwerbsteuer anfallen. Aber weil die Person zu 70% an der OHG beteiligt ist, wird die Grunderwerbsteuer an dieser Stelle ja quasi vermieden. Die wird Grunderwerbsteuer freigestellt, die Immobilie an dieser Stelle. Grunderwerbsteuer würde dann nur auf 30% des Immobilienwerts anfallen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Übertragung zurück. Von der OHG kann ich Immobilien übertragen auf den Gesellschafter. Wenn der zu 70% beteiligt ist, wird die Grunderwerbsteuer zu 70% nicht erhoben. Und selbst wenn jetzt noch andere Personen an der OHG beteiligt sind, zum Beispiel mit 30%, würde, ja, 30% steuerpflichtig sein an dieser Stelle. Aber wenn zum Beispiel eine Immobilie im gemeinsamen Besitz von beiden Personen sich befindet und er hatte 70% und sie hat 30%, wenn ich nun die Immobilie übertrage auf diese GbR, OAG, KG oder GmbH und Co. KG, ist die Übertragung sogar zu 100% grunderwerbsteuerfrei. Warum? Weil vorher war er zu 70% beteiligt und an der OAG ist er auch zu 70% beteiligt und das gleiche gilt für die Dame auch. Damit im grünen Fall 100% Grunderwerbsteuerbefreiung. Wenn natürlich sie eine Immobilie hat und diese Immobilie überträgt, ja dann haben wir die Grunderwerbsteuer, die wir mit 70% ansetzen, weil zu 70% geht das ja auf jemand anderen über. In dem Fall hatten wir 0%. Und in dem Fall hatten wir eine Grunderwerbsteuer von 30%, weil ja eben 70% Grunderwerbsteuer frei sind. Und das ist das Grundprinzip. Und da kann man jetzt wahnsinnig viel mit gestalten. Ich erweitere die Folie jetzt noch um eine weitere Gesellschaft, zum Beispiel eine KG. Und da sind die beiden jetzt dran beteiligt. Ich sage mal 50-50. Und nun haben wir eine Immobilie in der OHG und verkaufen die Immobilie von der OAG an diese Schwester-KG. Und auch das ist grunderwerbsteuerfrei, zu dem Anteil, wie die Beteiligungsverhältnisse identisch sind. Das heißt, ich muss den Herrn A. fragen, wie viel ist er vorher beteiligt und wie viel ist er nachher beteiligt. Und da gibt es eine Identität raus. Das muss ich mit der Frau B. genauso machen. Also wie gesagt, er ist der Herr A., sie ist die Frau B. Und ich frage den A., wie viel hast du vorher? Vorher sagt er 70%. Über die OAG. Dann frage ich den A, wie viel hast du nachher? Dann sagt er, nachher bin ich an der OAG zu 50% beteiligt. Dann habe ich eine Identität von 50%. Und dann frage ich die Frau B, wie viel haben Sie vorher? Dann sagt sie, vorher habe ich 30%. Nachher habe ich 50%. Die Frau B ist also mit 30% unverändert beteiligt. Und schon habe ich eine Beteiligungsidentität von 80%. 20% am Grundstück gehen jeweils
über. Und deswegen habe ich auch in dem Fall, in dem türkisen Fall, eine Grunderwerbsteuerbefreiung von 80%. Die Grunderwerbsteuer wird also hier nur zu 20% des Immobilienwerts erhoben. Und das Interessante daran ist, das gilt sowohl für den Verkauf als auch für Umwandlungsvorgänge, zum Beispiel wenn ich die OAG auf die KG verschmelze. Und was kann man zum Beispiel in der Gestaltungspraxis damit machen? Man kann zum Beispiel seine Bilanzen, seine Ertragskraft erheblich optimieren, weil die Bilanzen sind maßgebend für die Finanzierung. Beispiel, wir haben in der OAG ein Grundstück und das Grundstück hat einen Buchwert, weil wir das selber gebaut haben, also das Immobilie mit Grundstück von 100, aber einen Verkehrswert von 1000. In der Bilanz steht natürlich nur ein Buchwert von 100 und entsprechend wird die Bank sagen, das ist aber nicht viel wert, wir hätten gern ein bisschen höheres Bilanzvolumen an dieser Stelle, ein bisschen mehr Eigenkapital, ein bisschen mehr Gewinn. Naja, einen Gewinn von 900 könnten wir realisieren, aber die 900 müssen wir versteuern. Außerdem fällt eventuell Grunderwerbsteuer an. Wenn ich nun diese Immobilie mit dem Buchwert von 100 zum Verkehrswert von 1000 verkaufe an meine Schwestergesellschaft, dann aktiviert meine Schwestergesellschaft das Grundstück mit Gebäude im Anlagevermögen, in der Bilanz mit 1000, schreibt natürlich handelsrechtlich von 1000 ab und in meiner OAG, da entsteht ein Gewinn von 900. Damit optimiere ich die Bilanz bei der OAG und generiere einen Gewinn. Normalerweise macht man das in der Praxis nicht, weil das zwei Nachteile hat. Erstens fällt Grunderwerbsteuer an, aber die Grunderwerbsteuer können wir vermeiden. Wir müssen nur die Beteiligungsverhältnisse anpassen. Ne? Idealer Fall 50-50 in beiden Gesellschaften oder 70-30 in beiden Gesellschaften. Und das zweite Problem, die 900 müsste ich eigentlich versteuern. Ja, aber das kann ich vermeiden. Wenn beides vermögensverwaltende Gesellschaften sind, also keine gewerblichen Objekte sind, sollte das eine GmbH und Co. KG sein, ist die ja immer gewerblich, die muss ich gewerblich entprägen. Was das ist, habe ich hier oben verlinkt, wie Sie eine Gesellschaft, eine GmbH und Co. KG, gewerblich entprägen. Beide müssen also wirklich vermögensverwaltend sein. Dann ist die Übertragung von einer vermögensverwaltenden Gesellschaft auf eine andere vermögensverwaltende Gesellschaft sogar ohne Ertragssteuern möglich. Keine Einkommensteuer, keine Gewerbesteuer und auch erst recht keine Körperschaftssteuer. Und schon generiere ich in der Handelsbilanz einen Gewinn von 900. Meine Bilanz wird optimiert und ein bisschen aufgehübscht, ohne dass ich diese 900 Euro versteuern muss. Und Grunderwerbsteuer kann ich auch vermeiden. Und schon bekomme ich eine bessere Finanzierung für den nächsten Immobilienerwerb. Ja, das ist die Begünstigung bei der Grunderwerbsteuer, wenn wir Personengesellschaften miteinander verschmelzen, umwandeln oder wenn wir Grundstücke von einer Personengesellschaft an eine andere Personengesellschaft verkaufen. Das ist ein ganz gravierender Vorteil bei Personengesellschaften. Bei Kapitalgesellschaften gibt es diesen Vorteil nicht. Im Detail gibt es da einiges zu beachten. In der Regel haben wir eine Behaltefrist davor von 5 Jahren und in vielen Fällen auch danach von 5 Jahren. Das heißt, mein Anteil an der OAG darf davor die 5 Jahre sich nicht verändert haben und danach an der KG, also an der übernehmenden Gesellschaft, muss er auch häufig 5 Jahre fortbestehen, mein Anteil. Ja? Über die Details müssen wir sprechen. Wir beraten sehr viel im Immobiliensteuerrecht, wir machen sehr viele Umwandlungsvorgänge, wir begleiten auch Sie bei Ihren Immobilientransaktionen. Dann können Sie uns gerne dazu einmal anrufen. Wir verfolgen ja einen einheitlichen Beratungsansatz. Das heißt, wir optimieren Sie einmalig steuerlich und langfristig übernehmen die Buchhaltung, die Abschlüsse und die Steuererklärung und sichern Ihnen so die Steuervorteile. Meine Kontaktdaten, ja, die blende ich Ihnen jetzt hier einmal an. Und wenn Sie noch Fragen haben, unten habe ich auch die Kontakte verlinkt und einen Blogbeitrag. Schauen Sie sich den einmal in Ruhe an. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören.